Wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend zu unserem kleinen Discord-Event. Freut mich, dass wir auch in diesen Corona-Zeiten einen Gast für uns gewinnen konnten. Da ist nämlich der Paul Diegel bei uns heute zu Gast, der uns erzählen wird, wie denn die Arbeit im Europäischen Parlament läuft. Er ist Mitarbeiter bei einer der Piratenabgeordneten. Aber ich denke, dazu kann er jetzt gleich ganz viel mehr erzählen. Also, lieber Paul, willkommen auf dem Piraten-Discord und wer bist du denn? Danke, Daniel. Hallo alle zusammen. Ich bin, wie gesagt, Mitarbeiter von Marketa Gregorova. Ich sehe das aber, sag mal so, ich arbeite auch für einen anderen Abgeordneten, der bei der ÖDP ist. Und für ihn arbeite ich halt ein bisschen, also was war es, 20% oder so, und den Rest für Marketa, also hauptsächlich Pirat. Das mache ich jetzt seit 6 Jahren insgesamt im Parlament. Ich weiß nicht, Daniel, wisst, wie detailliert soll ich erklären, wer ich bin und warum ich das tue, was ich tue? Mach gerne erstmal so 15 Minuten, damit die Leute dich ein bisschen ein Bild davon haben, wer du bist. Wir haben Leute. Okay. Also ich bin geboren in Usbekistan und meine Familie sind nach Deutschland gezogen, als ich 7 war. Das heißt, ich kann Deutsch. Bin in Sachsen groß geworden, großer Demokrat. Bin dann, habe in Maastricht studiert, Europawissenschaften und dann in London und habe dann als zunächst als als Intern bei der Kommission angefangen in Berlin. Und dann habe ich als Lobbyist für die Banken gearbeitet und dann bin ich ins Parlament. Also hauptsächlich arbeite ich jetzt 6 Jahre im Parlament. Die Ausschüsse sind internationaler Handel, Außenpolitik und Sicherheit und jetzt seit neuestem auch so Constitutional Affairs. Also alles, was so EU-Recht angeht. Von EU-Recht selbst habe ich praktisch Ahnung, theoretisch nicht wirklich. Also ich habe alles studiert und nichts. Das heißt, so richtig detaillierte Fragen, falls ihr die habt, kann ich vielleicht später schriftlich beantworten. So, was noch? Für Marketa mache ich meistens, wie angekündigt, Handelspolitik und Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist gerade etwas schwer, weil das Parlament halt, ja, runtergefahren ist, oder wie soll man es nennen, nicht wirklich funktionsfähig ist. Also wir beschließen immer noch Resolutionen und allerlei Kleinigkeiten, aber so die richtige Arbeit ist jetzt mehr oder weniger eingefroren. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit, mit Leuten wie Daniel zu reden und auch hier so ein bisschen zu erzählen, was im Parlament funktioniert und nicht funktioniert. Für mich ist am interessantesten, ob ihr Fragen habt. Auch zur Funktionsweise des Parlaments oder zu thematischen Sachen, dann bitte stellt die irgendwo. Ich weiß nicht, Daniel, wo das am besten ist, weil das, glaube ich, macht mehr Sinn, als wenn ich hier einfach erzähle, was ich so mache. Ja. Also wir haben, für die, die es noch nicht kennen, wir haben über dem Voice-Channel hier einen Talk-Chat. Das heißt, wenn ihr Fragen habt zu den Sachen, die Paul erzählt oder Dinge, die ihr gerne über das Parlament wissen wollt, da haben wir jetzt jemanden da, der ziemlich viele dieser Fragen auch beantworten kann. Wir hatten uns vorher überlegt, dass Paul jetzt erstmal ein bisschen was über das Parlament und die Arbeit im Parlament erzählt. Vielleicht kommen da auch schon die ersten Fragen. Und danach, dass wir da so einen Teil machen, wo er drauf eingeht, was denn die inhaltlichen Punkte sind, wo er gerade für Marketa für arbeitet, wo vielleicht dann auch die Andockpunkte für Piraten wären. Ja, soll ich einfach thematisch erstmal anfangen? Ich würde sagen, erstmal grundsätzlich Parlament und danach das Speziellere, oder? Also vielleicht kann ich so ein bisschen die Machtverhältnisse zwischen den Institutionen auch etwas erklären. Die Kommission ist halt die Organisation, die die Exekutive bildet und dementsprechend Gesetze vorschlägt. Jetzt haben wir die Kommission gerade erst gewählt, das heißt, die Gesetzesvorschläge, so Single European Act oder sowas, Digital Single European Act oder so andere Sachen, die kommen erst. Das heißt, da ist noch nicht so viel da. Also, das ist die
die Organisation, die das vorschlägt. Das Parlament ist dann die Organisation, die mit dem Rat, also allen Mitgliedsländern, diese Sachen sozusagen verhandelt und in Komitees spezialisiert durchgeht und halt bestimmte Änderungen dran macht. Ich sitze, wie gesagt, durch meine Abgeordneten im Ausschuss für internationalen Handel. Das heißt, die ganzen Handelsverträge sind in erster Linie das, womit wir beschäftigt sind. Ich arbeite in diesem Ausschuss jetzt nicht direkt für Marketta, aber für den anderen Abgeordneten, für Klaus Buchner, an einer Gesetzgebung, eine Regulation für den Exportkontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck. Das sind die ganzen neuen Technologien, das sind Überwachungstechnologien, das sind all diese Sachen. Also das ist jetzt vielleicht, falls es interessant ist, kann ich da aus dem direkten Verhandlungsspektrum des Parlaments mit dem Rat ein bisschen erzählen. In den anderen Ausschüssen, also der andere Ausschuss ist halt der Ausschuss für Außenpolitik und Sicherheit, da das Parlament durch die Verträge keine wirkliche, ich will nicht sagen Macht, aber wirkliche Zuordnung hat, was die Außenpolitik angeht, ist es eher ein Ausschuss, in dem das Parlament sagt, keine Ahnung, was in Venezuela gerade passiert, ist schlimm, macht das und das. Das sind nicht bindende Resolutionen. Das hat Auswirkungen auf kleinere Länder. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal vor nicht so langer Zeit, gab es in Malediven zum Beispiel ein sowas wie einen politischen Coup. Und das Parlament hat im Grunde angedroht, dass der Tourismussektor und bestimmte Investitionen ausbleiben, wenn die das nicht rückgängig machen. Und die haben es tatsächlich gemacht. Wahrscheinlich nicht direkt wegen uns, aber bei kleinen Ländern funktioniert das. Und die Arbeit im Ausschuss für Außenpolitik richtet sich eher an spezifische Themen. Für Marketta ist es jetzt die Balkanregion und die Eastern Partnership Countries. Also Georgien vor allem. Was die Arbeit da angeht, haben wir gerade eine Verhandlungsrunde mit der georgischen Regierung, was die Investitionen im Sinne von der Partnership Agreements angeht. Und da geht es in erster Linie um Geld, relativ viel Geld. Und was diskutiert wird in diesem Ausschuss und von den Abgeordneten, ist in erster Linie, wie das Geld ausgegeben wird, wer es bekommt und wie es kontrolliert wird. Also das ist auch ein Riesenteil der Arbeit. Das macht jetzt meine Kollegin Christina in erster Linie. Das heißt, dazu kann ich nicht sehr viel sagen. Bei dem Ausschuss für Vertragsrecht, nicht Vertragsrecht, für, na, wie heißt das auf Deutsch, Daniel? Don't know. Okay, also Constitutional Affairs. Da geht es um das Regelwerk der Europäischen Union. Also jetzt nicht die Verträge an sich, weil die Verträge geändert werden müssen von allen Mitgliedsländern, aber so die alles außer den Verträgen. Und da ist Marketta relativ neu. Wir sind reingesprungen, weil durch Brexit sozusagen das reshuffled wurde und es die Möglichkeit gab für sie. Da haben wir jetzt noch nicht so viel gemacht, einfach aus dem Grund, weil dort selbst noch nicht so viel passiert ist. Die Conference of Europe, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie euch informiert habt, ob ihr das kennt, die geplant ist, ist sozusagen eine Riesenveranstaltung, wo man den Demokratiedefizit, der in der EU auf jeden Fall da ist, versucht irgendwie zu negieren und zu verbessern. Und wie diese Conference of Europe dann am Ende aussehen soll, das ist, ja genau, Ausschuss für konstitutionelle Fragen. Wie diese Conference of Europe aussehen soll, wird teilweise in diesem Ausschuss entschieden. Also verschiedene Leute machen das. Und was vor allem wichtig ist, was denn diskutiert wird auf dieser Konferenz oder auf diesem Agora oder wie man es nennen möchte. Also das ist das große Thema dort. Da werden auch so langweilige Sachen wie Rules of Procedure und welche Zuständigkeiten hat wer und wer kann wo was entscheiden. Also das wird da auch geklärt. Ich glaube, das ist eher weniger interessant. Also das ist sozusagen das Parlament, die Arbeit des Parlaments. Ganz kurz zum Rat. Das sind alle Mitgliedsländer zusammen, die ein Sekretariat haben. Das Sekretariat ist sozusagen die eigentliche Institution. Da sitzen ungefähr 300 Leute drin.
die, ich glaube, es sind um die 300, aus verschiedenen Mitgliedsländern. Und die verhandeln dann im Endeffekt die ganzen Gesetze mit Parlament und mit Kommission und bilden tatsächlich sozusagen die institutionelle Erinnerung und auch der funktionierende Teil dieser Institutionen. Mit diesen Leuten habe ich sehr viel zu tun. Die sind alle sehr professionell, sind meistens irgendwelche Diplomaten. Und da geht es um sehr, sehr spezifische Sachen. Also in meinem Fall geht es, wie gesagt, um Exportkontrolle. Heißt, wenn die deutsche Firma Finn Fischer irgendein Trojaner produziert und diesen dann an die Türkei verkauft und die Türkei oder Erdogan das dann nimmt und Demonstranten oder Protestanten ausfindig zu machen, zu inhaftieren und Schlimmeres, dann ist das halt etwas, was eigentlich nicht passieren sollte. Also wir haben eine europäische Gesetzgebung dazu, an der ich, wie gesagt, gerade arbeite, aber es trotzdem passiert. Und die Frage da ist gerade, wie stellt man sicher, wenn Finn Fischer das exportieren will, es kontrolliert wird und idealerweise dann nicht an Länder wie die Türkei exportiert wird. Daniel, soll ich weitermachen über Außenpolitik oder Handel oder wie hättest du es gern? Ja, ich weiß nicht, ob wir da schon zu sehr ins Spezielle gehen. Ich denke erstmal, ihr könnt gerne Fragen stellen, gerne hier im Voice, aber wenn ihr möchtet, auch im Chat. Auch gerne Rückmeldung, in welche Richtung ihr gerne Informationen haben wollt, weil sonst muss Paul halt ein bisschen fischen und schauen und euch dann etwas vortragen, wo wir nicht wissen, ob ihr damit was anfangen könnt. Tough crowd, ja. Ja, wie gesagt, wie spezifisch etwas erklärt werden sollte, das weiß ich nicht. Deswegen, wenn es da Nachfragen gibt, dann bitte. Ich kann vielleicht, ich glaube, was am interessantesten ist, was machen die Piraten im Parlament, vor allem gerade, was macht Marketta? Ich denke, das wird die Leute hier am meisten interessieren. Gerne. Wir haben, also die Abgeordneten, ich weiß nicht, ob alle Abgeordneten, aber ich glaube, zumindest die Tschechischen sind alle in der Tschechischen Republik und arbeiten halt digital. Die Abstimmungen gehen mehr recht als schlecht. Intern ist es so, dass wir auf Mattermost meistens arbeiten. Bis auf Briefe und Sachen, die man halt schriftlich machen kann, passiert gerade sehr wenig. Die Meetings, die stattfinden, finden über irgendwelche Konferenz-Apps statt, mehr recht als schlecht. Meine spezifische Arbeit, also ich kommuniziere mit Marketta und meinen anderen Kollegen und wir arbeiten eher projektemäßig. Also wir haben zum Beispiel, hatten wir ein Projekt, da ging es um Encryption also die USA wollen im Grunde Encryption aufbrechen oder indirekt verbieten mit einer Gesetzgebung. Und unser Projekt bestand darin, was machen wir dazu? Wir haben halt einen Brief geschrieben, Leute getroffen, mit den richtigen Menschen richtige Sachen und Informationen gegeben und versucht, da irgendwie Einfluss drauf zu machen. Das war Marketas Hauptarbeit jetzt die letzte Woche zumindest. Die Kommunikation zwischen allen vier Piraten, wir haben am Montag, reden alle Abgeordneten zusammen. Und meistens passiert, kommt daraus irgendwelche Projekte oder irgendwelche Sachen, an denen wir arbeiten. Wir machen das meistens montags und die Arbeit im Parlament, die meistens aus Meetings besteht, fällt ja jetzt weg. Das heißt, man hat extrem viel Zeit, um Dinge zu lesen und Dinge zu schreiben. Was dafür sorgt, dass gerade alle das tun und natürlich niemand das liest, was andere Leute schreiben. Das heißt, Corona auf Parlamentsebene macht die Arbeit etwas schwierig. Ich weiß nicht, Daniel, soll ich über bestimmte Sachen, was die Piraten gerade machen, oder Pläne vielleicht sind die Pläne interessant. Soll ich da was erzählen? Aber gerade das mit dem Corona und wie das Parlament darauf reagiert, ich glaube nicht, dass das alle so direkt verfolgt haben. Gerne dazu noch ein bisschen und dann auf die Themen. Okay. Also überraschenderweise, das Parlament hat die größte Kommunikationsabteilung von allen Institutionen.
Überraschenderweise sieht das aber, also nach außen hin ist es so, dass das Parlament eher hilflos wirkt. Wir haben jetzt 2 Wochen, glaube ich, gebraucht, um überhaupt diese Abstimmung hinzukriegen für alle Abgeordneten. Es funktioniert jetzt anscheinend. Es soll auch relativ sicher sein. Also ich habe mit ein paar Leuten aus den Diensten gesprochen, die meinten, dass das okay ist. ein paar Analysen von anderen Leuten sagen, dass die ganzen Zoom-Sachen zum Beispiel etwas fragwürdig sind. Aber ja, wie gesagt, das Problem von der Corona-Arbeit ist, dass, weil so wenig Leute in Brüssel sind, ich bin gerade in Brüssel, im Parlament fast niemand, und die meisten Dinge und die meisten Entscheidungsfindungen halt in Person stattfinden, wird gerade nichts entschieden. Und ich habe jetzt, ich glaube, 5 oder 6 Sachen, Projekte, auf die ich einfach warte, dass Leute mir sagen, was denn da passiert und wie wir denn weiterarbeiten. Das Parlament ist halt nicht vorbereitet auf diese Sachen, aber man muss auch ehrlich dazu sagen, dass weder der Rat noch die Kommission auf sowas vorbereitet sind. Die technischen Dinge, die jetzt eingeleitet werden, also dass man zum Beispiel diese Verhandlungen, von denen ich vorher sprach, diese Triloge, dass man die sicher führen kann, das System haben wir noch nicht. Das heißt, die Verhandlungen, die gerade stattfinden, da sind, ich glaube, sind um die 20 oder 30 Verhandlungen, die eigentlich jetzt stattfinden würden. Die finden zum Beispiel nicht statt oder die finden sehr informell statt, wo sich halt der Berichterstatter aus dem Parlament oder und der Negotiator aus dem Council halt auf irgendwie auf Signal oder so absprechen. Und das ist halt so die Arbeit, wohin das ausweicht. Ja. Was vielleicht noch interessant ist, dass da Piraten auch mit involviert sind, über den Marcel, der ja als Vizepräsident vom Parlament, glaube ich, ja, genau, gerade für die IT zuständig ist und da auch probiert, Impulse mit reinzubringen. Genau, da kann ich vielleicht, also vielleicht sollte man Marcel da selbst fragen, aber was ich mitbekommen habe, ist, dass die leitende Kraft, dass wir mal ein System haben, wo wir kommunizieren können im 21. Jahrhundert, wirklich von Marcel ausgeht. Und was ihm zugutekommt, ist, dass die meisten anderen Abgeordneten nicht wirklich Interesse oder Ahnung haben. Das heißt, die lassen ihn machen. Was dazu führen sollte, dass wir vielleicht irgendwann ein sicheres Kommunikationssystem haben und auch diese Verhandlungen führen können. Wenn jetzt bisher keine Fragen sind, ihr könnt euch gerne zu Wort melden. Gerne auch zwischendrin in den Talkchat schreiben. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt diese inhaltlichen Themen, oder? Soll ich einfach durchgehen? Ja, gerne. Und zwar, also ich hab mir einfach 3 Themen ausgesucht, die gerade interessant sind und über die ich einfach ein paar Minuten sprechen möchte. Vielleicht, wenn das Leute interessiert, kann ich dann auch mehr darüber sprechen. Das erste ist internationaler Handel und was gerade passiert und was, sagen wir mal, in den nächsten 5 bis 10 Jahren da so passieren wird mit EU und Handelspolitik und Handelsverträgen. Wir haben jetzt vor kurzem ein Free Trade Agreement mit Vietnam abgeschlossen. Also die Europäische Union, das Parlament hat das abgesegnet. Ich sag mal so, Marquetta und die Piraten an sich waren eher kritisch, weil diese Handelsverträge, man muss die sich so vorstellen, das ist ein Dokument etwa, was war das letzte, 1400 Seiten lang, wo sehr viele technische Sachen beschrieben werden, was aber dort nicht drin ist, sind Bedingungen, sowas wie Labor Rights, Environmental Protection, Human Rights Protection, Privacy, Data Protection. All diese Sachen, die wir in der EU halt durch Rule of Law und durch bestimmte Regulations halt garantiert haben, die gibt es in Vietnam zum Beispiel nicht. Also die Vietnamesen haben, die vietnamesische Regierung hat ein Gesetz vor kurzem erst verabschiedet, was im Grunde die komplette Ausspähung und also das ist für die so Patriot Act auf Steroids, sage ich mal, weil es dort sehr wenig Zivilgesellschaft gibt und sich Leute auch nicht darüber wehren können, weil sie halt von der Regierung angegriffen werden. Jetzt hat das Parlament mit diesem Land ein Handelsabkommen geschlossen. Da geht es in erster Linie um Agrarprodukte, aber wir wollen auch unsere Sachen dorthin exportieren. Und was passieren wird, ist, dass
die Sachen oder die Produkte, die in diesem Land produziert werden, die werden natürlich von Leuten produziert, die keinerlei Labor Protection haben, die auf Mindestlohn arbeiten, in Sweatshops arbeiten, wo die Umgebung zerstört wird und all solche Dinge. Das heißt, wir exportieren tatsächlich durch den Import von diesen Waren einfach diese Umstände in dieses Land. Und das hat bisher hat das auch funktioniert und das hat niemanden gestört. Die Grünen und SPD teilweise. Jetzt höre ich mich selbst. So, jetzt, okay. Das heißt, wir machen Länder, vor allem Entwicklungsländer und ärmere Länder, mit denen wir handeln, die Rechnung geht so: Ihr gebt uns im Grunde eure Sklavenarbeit oder eure Mindestlohnarbeit und die Zerstörung eurer Umwelt und wir geben euch dafür unsere Investitionen und kaufen eure Produkte ab. Die Folgen davon sehen wir und in der Migrationskrise und all diese ganzen anderen Sachen, die gerade in der Welt passieren, sind halt auch teilweise Folgen von unserer Handelspolitik. Jetzt hat vor 3 Tagen hat die französische und die niederländische Regierung hat zusammen ein Papier rausgebracht, wo im Grunde drin stand, das müssen wir jetzt ändern. Wir werden jetzt Mechanismen haben, dass wenn ein Land die Labor und Environmental und Data Privacy und was auch immer bricht, dann werden die Bedingungen in diesen Handelsverträgen, das heißt, dass die Zölle zwischen den Ländern wegfallen, kommen langsam wieder hoch automatisch. Das sorgt halt dafür, dass diese Länder sich an bestimmte Mindeststandards halten, die wir in der EU vorschlagen oder vorlegen. Und das ist ein Riesenunterschied zu der Handelspolitik, die wir vorher hatten, die im Grunde daraus bestand, dass wir einem Land Investitionen geben, dass wir eine Parallel-Jurisdiction aufbauen durch diese Arbitration Courts, die in den jetzigen Handelsverträgen drin waren, und dass wir es ist völlig egal, ob ein Land sich an irgendwelche Bedingungen hält, solange es diese Produkte exportiert. Das war bisher so unsere europäische Handelspolitik. Die Mehrheit der Parteien, ich denke mal so 2/3, haben das unterstützt. Und jetzt sehen wir relativ abrupt, wie sich das ändert. Wie durch Frankreich und durch die Niederlande sozusagen jetzt plötzlich die großen Mitgliedsländer aufwachen und sagen, okay, wir können das nicht mehr machen. Die negativen Konsequenzen von dieser Handelspolitik ändern sich halt. Deutschland ist ein sehr interessanter Spieler. Wir sind halt natürlich der größte Exporteur von fast allem. Und wir haben auch die meiste Macht in allen europäischen Institutionen. Und deswegen ist, was Deutschland macht, natürlich besonders wichtig in dieser Frage. Es ist interessant, dass besonders die Niederlande jetzt dieses Papier rausgebracht hat, weil die Niederlande auch eine sehr exportorientierte Wirtschaft hat. Und, sage ich mal, so eine kleinere Version von Deutschland ist, wenn man die Mitgliedsländer vergleichen möchte, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn es für die Niederlande möglich ist, sich an sowas zu halten und trotzdem eine exportorientierte Wirtschaft aufrechtzuerhalten, dann sagt mir das zumindest, dass das für Deutschland auch gehen könnte. Wenn ich mir die deutsche Presse angucke, dann zu TTIPs Zeiten und zu CETAs Zeiten hat man sehr viel darüber gesprochen, aber man hat nicht wirklich gesprochen über die grundlegenden Probleme bei diesen Handelsabkommen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir im Parlament auf jeden Fall darüber sprechen, ernsthaft darüber sprechen, die Europäische Kommission darüber spricht, die im Endeffekt natürlich diese Änderungen machen wird, und sogar einige Mitgliedsländer. Zusammenhängend mit dem Handel sind natürlich auch die geopolitischen Begebenheiten und die Trends etwas sehr Wichtiges, worauf ich für Marqueta besonders achte und woran ich arbeite. Der grundlegende Unterschied, den wir bisher hatten, war, dass die Amerikaner einfach mal militärisch und geopolitisch die alleinige Macht waren und auch mehr oder weniger internationale
Handelswege beschützen konnten, internationale Regeln aufbauen konnten und unilateral alles entscheiden konnten, was sie wollten. In so einer Welt kann man handeln unter bestimmten Regeln, an die sich alle halten, einfach weil es einen großen Polizisten, sage ich mal, gibt, der diese Regeln nicht nur enforced, sondern auch beschützt. Jetzt sehen wir durch verschiedenste Umstände, dass China natürlich auch eine Weltmacht werden möchte und in verschiedensten Weise die Vorherrschaft von den USA abbringen möchte. Die Europäische Union ist da in der Mitte von diesen beiden Mächten. Und die Handelspolitik, die wir gerade neu definieren in der Kommission und im Parlament, die bezieht sich halt auf dieses Spannungsfeld in der EU ist zwischen China und den USA. Es gab eine Regulierung zur Foreign Direct Investment, die, das war, ich glaube, war das vor einem Jahr? Ja, etwa vor einem Jahr wurde das implementiert, die im Grunde besagt, dass Mitgliedsländer, was kritische Infrastruktur angeht, sehr aufpassen, also ich sage das mal salopp, aufpassen müssen, wer die Investoren sind. Und wenn die Investoren Länder sind, die strategic competitors sind, was China ist, dann gelten besondere Regeln. Das soll dafür sorgen, dass die Chinesen uns nicht alle Firmen aufkaufen, die, was auch immer, Roboter produzieren oder die nächsten AI-Sachen oder Biotech-Sachen oder all diese Dinge. Damit leite ich auch weiter in das dritte Feld, Emerging Technologies. Das sind, also der Begriff Emerging Technologies, ich glaube, die Amerikaner haben den zuerst benutzt. Die haben 14 verschiedene Technologien identifiziert, vor 2 Jahren, die einfach so eine Auswirkung haben auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft, auf Geopolitik und auf Verteidigung, dass diese Produkte oder diese Technologien einer besonderen Aufmerksamkeit, also eine besondere Aufmerksamkeit brauchen. Und in Europa ist das so, dass wir generell bekommen die Trends und die Gesetze und die Auswirkungen von den Amerikanern etwa 5 Jahre später. Und jetzt ist es langsam soweit. Jetzt redet die deutsche Ratspräsidentschaft, also in 20 Tagen übernimmt Deutschland die Ratspräsidentschaft im Rat. Heißt, für 6 Monate sitzen die, leiten die, was der Rat macht. Und die deutsche Ratspräsidentschaft hat sich diesen Emerging Technologies angenommen. Aber was die deutsche Ratspräsidentschaft machen möchte, ist, dass sie im Grunde sagt, ja, diese Emerging Technologies sind sehr gefährlich. Wir müssen da ganz viel forschen und ganz viel vorher herausfinden. Aber auf keinen Fall dürfen wir da irgendwas regulieren. Und das ist halt dem zu schulden, dass die Industrie in Deutschland und auch in ganzen Brüssel-Lobby-Zirkus extrem viel zu sagen hat, die deutsche Industrie. Und die deutsche Industrie ist halt, wenn ich mir so Siemens und wie sie alle heißen, halt so angucke, das sind die Firmen, die diese Emerging Technologies produzieren. Und ein paar Beispiele, also Additive Manufacturing, diese 3D-Printing-Sachen. Das ist eine von diesen. Dann Advanced Materials, das ist alles, was irgendwas mit Carbon Fiber, Nanotubes oder diese selbstbauenden Roboter, Swarm Technology, also Sachen. Also Dinge, die man teilweise schon aus irgendwelchen Science-Fiction-Sachen kennt oder die es tatsächlich schon gibt in der Anwendung. Und diese Sachen sind natürlich die nächste wirtschaftliche Basis, also für die Industrie des 21. Jahrhunderts. Das heißt, die deutschen Unternehmen wollen nicht reguliert werden in irgendeiner Weise, damit sie diese Sachen produzieren können und verkaufen wollen an alle möglichen Länder, wie sie wollen. In den USA haben die einen sehr, sehr National Security relevanten Aspekt zu diesen Emerging Technologies genommen und haben im Grunde ihr State Department, Pentagon und ich bin mir sicher, die CIA auch irgendwie, haben sich zusammengesetzt und haben im Grunde beschlossen, also hier sind Emerging Technologies, diese werden nicht mehr exportiert an die Chinesen und
teilweise auch an andere Länder, die halt Competitor sind von den USA. Das habt ihr vielleicht in den Medien mitbekommen, das war diese ganze Huawei-Sache und 5G. Da ging es, zu dem Zeitpunkt ging es um die 5G-Geschichte und deswegen wurde das dann in medial dann halt auch, das war der Schwerpunkt. Das war ein Teil von dieser Emerging Technology Strategie von den Amerikanern. Und was gerade passiert in der Europäischen Union ist, dass wir im Grunde wirklich am Anfang davon stehen und in den Ausschüssen, in denen Marketa ist und für die ich arbeite, versuche ich gerade diese ganzen Themen ja in den Vordergrund zu rücken, weil Emerging Technologies etwas sind, was bei Definition etwas Neues ist und wenn Abgeordnete oder wenn der Staff von Abgeordneten keine Ahnung von einem Thema hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man lernt es oder man sagt, dass es nicht wichtig ist und macht die anderen Themen. Und gerade sind wir so in der Phase, dass viele Leute sich das wirklich angucken, weil es einfach von vielen Seiten kommt. Es gibt da einige NGOs. In Deutschland ist es diese Merix. Das ist eine NGO, die einfach die China-Politik, warte mal, ich will nichts Falsches sagen, aber die sich mit der chinesischen Außenpolitik und Handelspolitik und was wir dafür machen sollten, halt auseinandersetzt. Und die haben jetzt vor kurzer Zeit etwas rausgebracht, das kann ich vielleicht irgendwann mal posten nach diesem Chat, falls das Leute interessiert, wo es auf Expertenlevel jetzt diskutiert wird. Und diese ganzen Emerging Technologies mit ihren ganzen Gefahren, wenn man sich so Biotech zum Beispiel anguckt, die Balance zwischen das dürft ihr machen und das solltet ihr machen, gleichzeitig, da hier sind ethische Grenzen und es muss Enforcement-Mechanismen geben, die diese ethischen Grenzen auch kontrollieren. Also dieses Beispiel zum Beispiel, als in China ein Arzt CRISPR, diese CRISPR-Technologie, genommen hat, um menschliches Genom zu verändern in einem Leben, also in einem Baby, das wirklich zur Welt gekommen ist. Das war so eine ethische Red Line, die von den Chinesen gebrochen wurde, wo ich aber aus verschiedenen Informationsquellen weiß, dass solche Dinge auch von europäischen, amerikanischen Firmen gemacht werden und wurden. Also Emerging Technologies werden gerade fast nicht reguliert. Das ist teilweise ein Problem von Definition und Scope und größtenteils ein Problem, weil einfach Experten fehlen. Experten, die jede Technologie verstehen und Gesetze so schreiben können, dass die, einerseits wollen wir ja diese Technologien haben, die haben ja einen sehr großen Nutzen für uns. Aber gleichzeitig die Gefahren von diesen Technologien halt kontrollieren. Und das gibt's gerade nicht. Und Technologies. Ja, das sind so die drei, sag ich mal, Hauptthemen, die mich gerade beschäftigen. Das Problem im Parlament ist, dass man durch diese Komiteearbeit eine künstliche Trennung von diesen ganzen Themen hat. Wie schnell sich Technologie entwickelt und mit wem wir wie handeln, hat unmittelbar zu tun, wie unsere Sicherheits- und Außenpolitik ist. Und diese ganzen Sachen sind halt zusammen. Das Problem von dieser Komiteearbeit ist, wird versucht, also man versucht es dadurch zu lösen, dass es entweder Spezialkomitees gibt, zum Beispiel soll es eine für Disinformation geben und im Parlament. Denn Disinformation ist so das große Thema von Marketa, ich sag mal das letzte Thema vielleicht. Das ist so weit und ich kann nicht direkt sagen, ob es da ein Gesetz dazu geben wird, weil Zensur ist halt etwas, ich glaube, ich brauche euch nicht zu sagen, was die Probleme mit Disinformation sind. Das ist ein Thema, was gerade von der Kommission aufgenommen wird, in einem Prozess, der noch nicht legislativ ist. Also ich glaube, Ende Juni ist die Deadline für die Kommission, dass sie einen Vorschlag von verschiedenen Maßnahmen an das Parlament und Rat ausgibt, wo es im Grunde diese Disinformation-Problematik aufgreift.
Was wir machen, ist, Experten zu befragen, welche Maßnahmen gut und welche Maßnahmen schlecht sind, um Disinformation-Campaigns von Third Actors und von Domestic Actors halt zu verhindern und um Deterrence zu schaffen, dass Staaten wie Russland und China nicht einfach unsere Diplomaten sozusagen die ganze Zeit belästigen können, damit es funktioniert und Desinformationskampagnen an unsere Bürger initiieren können, die ganze Zeit ohne jegliche Kosten zu haben. Also das ist ein Projekt und ein Thema, was wahrscheinlich die nächsten drei, vier Jahre gehen wird, bis zum Ende des Mandats. Einfach, weil ich bisher noch nicht sehe, dass da irgendwelche regulatorischen Lösungen gefunden worden oder irgendwie diskutiert werden. Bei den anderen Themen ist es so, dass es da schneller vorangeht und vor allem bei diesen Emerging Technologies, dass man jetzt langsam aufgewacht ist. Ja. Mehr habe ich jetzt erstmal inhaltlich mir nicht überlegt zu sagen, Daniel. Ja, ich würde sagen, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen nochmal. Wenn ihr auch, wenn ihr ganz banale Fragen habt zu, ich sehe nicht, wen was interessiert, einfach zur Arbeit im Parlament selbst oder zur Lobbyarbeit oder sowas, dann kann ich auch dazu reden. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, was die Leute interessiert. Oder vielleicht kann ich einfach fragen, wer denn hier Europa Universalis spielt. Weil der neue Patch rauskommt und ich das eigentlich Multiplayer spielen wollte. Ich habe einen Kumpel, der das schon spielt, aber ich glaube, es macht mit mehr Leuten mehr Spaß. Also falls ihr schon irgendwie so eine Runde habt, würde ich mich da sehr gern mit beteiligen. Also Gaming scheint geregelt zu sein, Samantha scheint das auch zu spielen. Aber wenn wir auch jetzt jemanden, der aktiv Europaarbeit, also Arbeit im Parlament Erfahrung hat, liebe Piraten, nutzt die Möglichkeit. Sorry, Daniel, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wenn es eine Runde, wenn es keine gibt, dann lass doch eine machen. Hm? Ja. But we speak English or only Czech? I can speak English as well, so. Oh, I am a pirate from Italy. Spider-Man. Nicola. Hi, Nicola. So, I speak English, so if, by all means, no Italian, though. Okay, English. I try to to understand English well. But we are in 8 people? 10 people in this tour. Seems about right, yeah. Okay. So I was just saying, sorry, it was in German. If you have any particular questions to work in the parliament or European Union in general or the pirates there, then by all means, shoot. I want to ask how my English is not so well. How the people in the parliament that have the still there. Can help, can work, and how the pirate make it work on the parliament? Because I don't see very lot of movement or I don't know how I explain it. How the pirate work on the parliament exactly? If I may repeat the question, I think you're asking how what we're doing exactly in the parliament because we have low visibility there. Is that about it? Yes, this is a little bit of my question. I think about the other and I speak about that. You can answer to that. I thank you. So as I said in German before, it's rather difficult right now to meet because the technical ability of parliament to work functionally, to have some kind of, you know, to pass laws, to do the thing its members are being paid for, is very limited right now. There's emergency measures that are in place and the voting works now. From our side, I mean, I'm not a comms guy, so if we are not really visible on the EP, then we need to just work better. I can't tell you why that is. But
generally work has slowed down so immensely that it's very difficult to, you know, pretend that we're constantly passing laws and doing important things if nothing is happening. So I think that's part of it as well. Okay, but you would go in the parliament every day or in some day there are a constantly presence of the people in the parliament, or only if some call is or there is some call for people to speak about something for union, because I find the site of European Parliament, and I see that there are working from Monday to Wednesday. Yes, 5 days at a week, Saturday and Monday, and Dominica. Sorry, the word not come. Okay, sorry, but 5 days at work, and I see that in some day there are two or three work and not more. Sometimes some day are six more work to speak about, but not a lot. Oh, if I may again repeat, so the fact that we are not working 5 days a week in Strasbourg weeks is I really didn't understand exactly what you're asking, but I think what you're referring to is that parliamentarians, they also have a constituency which is outside of Brussels that they're often at and that they do their work there. So for Marketa, for example, she often talks to people in the Czech Republic simply because it's her constituency, and she explains them current European initiatives and things like this. So the work that is visible is often only a small part of the actual work that parliamentarians and us do. I don't know if that answers your question. There is another question on trade. Nicolo, if you don't mind me answering that one. Or a little bit, but I don't understand how your work are, because I don't know. Another From home, question. Home office. It's home office right now. Home office. All people home. Okay. Now for the COVID emergency, I suppose. I mean, the parliament itself. So I live not far from it, and I can go there, and there are people there. But it's just the people that have to be there. Basically, most people work from home. Yeah. But in live conference. Yes. Yes. Okay, and there are a recording of the live conference to see what you speak about, or the work where that we can see and hear for about what you speak about. So the question is whether these conferences are public and visible. Okay. Yeah. Okay. So I give you an example. I watched a event, a fairly high level, American ambassadors, the boss of the liberals in the European Parliament, and a couple other people, high ranking, working a conference in the Atlantic Council. Atlantic Council is a transatlantic organization, yes. Fairly known. The topic was 70 years of transatlantic relations because of the anniversary recently. And that event had, I think, 16 viewers live. And then if you go on it now, it probably has maybe 200 views. So the fact of the matter is, those events, most people don't really care. The ones in the parliament, you can watch the committee meetings, for example. You can watch them online. They are there to see, I believe, on the official website of the parliament, probably. I don't think they changed that, yeah. So you can see it, but the topics and the details and the its own language is so foreign to most people that I believe the only people that really watch this are people that have to watch it for work. But that's a general problem. There is a initiative to change the debating culture in the European Parliament,
It's a new initiative done by new MEPs, young MEPs. And the goal of that is to make these things interesting again, because they've never been interesting in the European Parliament. It's just old people talking after one another in a fairly dry way. Yeah. Nicola, I'm sorry, but I will try to answer the trade question now. Yeah, but you're one of the brave ones that asked. So if you want to ask after that, you're of course welcome. After I ask you other ways. Yes. Thanks. Okay. So there is a question. By the way, is it okay if I speak English? Is that okay for everybody? Daniel, is this okay? Yeah. Okay. Wenn wir mittendrin die Sprache rennen, ist vielleicht nicht so ideal. Nicolo, I've been told to speak German. Okay, I understand, but okay. So, warte mal, die Frage war hier von Samantha. Die EU-Standards durchsetzen will. Also ich glaube, die EU hat eine Definition als Weltmacht, eine eigene Definition, die sehr, sehr viel auf Economic und Soft Power zentriert ist. Und Soft Power kann man halt nicht haben, wenn nicht alle mitspielen. Ein Beispiel, Pariser Klimaschutzabkommen. Als die USA da raus sind, hat das halt für die EU bedeutet, okay, der größte Verschmutzer ist halt nicht mehr Teil von unserem Soft Power Initiative. Das heißt, die USA überholen werden wir wahrscheinlich nicht können, auch was die Handelsstandards angeht. Einfach weil die USA, was Handel angeht, sehr, sehr viel, wir müssten jetzt kontinuierlich so um die 3-5% wachsen für die nächsten, sagen wir mal, 10, 15 Jahre, um auf ein Level zu kommen, wo wir genug internationale Cloud haben, dass wir die USA absetzen könnten. Die Idee von der EU ist eher, dass man merkt, Global Players aus den USA und aus China sind jetzt nicht mehr nett zu uns, um es mal banal zu sagen. Also, dass die wollen unseren Market Share, die wollen unsere Consumer-Daten, die wollen all unsere Sachen haben und die EU ist einfach jetzt ein Abnehmermarkt. Und das will man nicht. Man möchte kein Rule-Taker sein und einfach nur darauf reagieren, was Facebook und Co. und die ganzen anderen Multinationals halt mit uns vorhaben, sondern man möchte eigentlich auch seine eigenen National Champions aufbauen. Und das ist vielleicht das, was zu deiner Frage eher die Antwort ist. Industrial Policy wird das genannt. Und die Kommission hat da in ihrem letzten Papier, was der Plan ist für diese Legislatur für die nächsten 5 Jahre, haben die gesagt, dass Industrial Policy, also National Champions, dass man eine Firma oder einem Unternehmen sozusagen bessere Konditionen gibt, Public Procurement und sowas, das ist ein Teil der Strategie, die gerade besprochen wird, ob man das nicht wieder machen sollte. Und das würde dafür sorgen, dass die National Champions von den USA, also die ganzen, keine Ahnung, der Military Industrial Complex von denen, Silicon Valley, dass die Konkurrenz hätten plötzlich aus Europa. Ich glaube, das möchte man eher. Industrial Data. Ja. Bei diesen Handelsstandards sind eher die Chinesen diejenigen, die wirklich zu diesen ISO-Konferenzen und diesen ganzen anderen Bodies, internationalen Bodies gehen und dort wirklich sehr clever einfach mal ihre Standards durchsetzen. Wir haben noch ein paar Minuten, also meldet euch jetzt. Ihr werdet doch sicher noch die ein oder andere Frage haben. Es ist gut zu sehen, dass auch Leute außerhalb der EU-Bubble von der EU etwas genervt sind. Na, ich würde sagen, wir geben noch so 7 Minuten, dann haben wir 1 Stunde gemacht und dann machen wir die Aufnahme aus. Ich kann vielleicht eine Anekdote, wenn keine Fragen. I'll do it in English for Nicolo as well. So maybe an anecdote from the lobbying circus in the parliament. The way you have to see it is that because Brussels regulates
so much of the European industry, it is very, very beneficial for companies to spend a lot of money and a lot of manpower to lobby on certain things. One standard deviation or one whatever can mean millions or billions in profits or loss for a company. There's enough cases that basically show you that this is the case. And so what you see is that Brussels has the second highest concentration of lobbyists in the world, Washington being number one. And the way this manifests is that when we worked on this, so we work on this regulation for export control of dual use goods, the one I mentioned, for a couple of years now. Right in the beginning, when we got the file, we met, over 80 different companies, all of the German DAX companies, all of the associations. And usually these people come in groups of, the BDE, so the German Industry Association, the most powerful organization probably in Brussels. They met us with, there were five people. And the way I have to see this is that you're in a room and they tell you that it is a very bad idea to regulate whatever because it will lose jobs and other reasons. And then you are, depending on your political group, either you take this for granted and basically do whatever they want, which is usually what the conservative groups are doing. We even have proof that the amendments, so the changes to the law, that these these groups, for example, BDE or Business Europe or all the industrial want, the changes to the laws that they want, which is usually what they're lobbying for, they want laws to be written a certain way. These changes came directly from industry in the case of my regulation. So the way it works is that industry has so much power and asymmetric information because they have all the experts and they know exactly what the consequences of each change will be, is that for an organization like the European Parliament, it is usually we're playing from behind when it comes to the lobbyists. They know more, they have more money. Now, I have friends who work in the Bundestag and they tell me it's not much different there, but I find it quite fascinating that in the European Parliament, at least, there is a discussion about the transparency register for lobbyists, and the pirates are, the big fighters for this. But consistently, SPD and CDU and all the conservative parties, they consistently vote against anything that would create any transparency. So it is easier for these groups in the European Parliament than I believe in national governments to keep all of this secret. So the progress on the transparency list, and I know that Julia was working hard on this. It is a very important battle, but it is so difficult because the benefits for lobbyists and for MEPs and for other people that work together to be unknown and to have the public know where these changes come from are so huge that I don't see that problem changing anytime soon. This was my little lobby rant. So, Daniel, es ist fast sieben. Sagen letzte Chance und dann beenden wir die Veranstaltung und danken dem Paul sehr für seine Zeit und für die Informationen, die er uns hier zu teilhaben lassen hat. Ich würde auch anbieten, dass falls es Trans Rights, ganz wichtig. Ich würde vorschlagen, weil ich nicht weiß, ob euch das interessiert und ob ich jetzt irgendwie Interesse geweckt habe. Falls es welche gibt, dann schickt mir einfach eine E-Mail oder sowas. Und dann kann ich euch quälen oder ich habe ganz viele Sachen gesagt, manche von denen waren bestimmt auch falsch. Aber ich kann euch zumindest die Quellen schicken und Background für die Themen, die ich angesprochen habe. Nicolo, do you have another question? Last chance. I see that you speak about the lobby. And I want to ask you,
two questions, if possible. One, yesterday started the European Assembly, Citizen Assembly. It's very interesting. And the next is one of July. I want to know how the Pirate Party can help us to have, as people, I say, as our people in the Europe, to have the benefit of this Citizen Assembly, and what can propose for a better Europe state. I am for a United States of Europe. And other question is, how we can stop the lobby in the parliament, every parliament in Europe, in Italy, in Europe, in France, in Germany, how the people, these people can go in the parliament and have the power, of I have the power to make it the our policy and our life. Yes, to understand what they want to. No, I get you. Okay, thank you. Very easy questions. So the first one, I mean, what we did is through our internal working groups. So I don't want to go into much detail, but it's basically there are certain groups and responsible people who are channeling all the proposals that MEPs and just like the pirate MEPs have into the final process. Now, the Conference of Europe is the big important one. And we are working from our office and from the other offices to basically have input of what we actually want in this Conference of Europe to be discussed and what these assemblies are supposed to do in the end. Now, in my personal understanding, these assemblies are supposed to rebalance the weight of decision making and interest representation. So, yeah. give you an example. What is it like? 90% of people, if you ask them, they really want us to trade responsibly. They want us to have environmental regulation. They want us to not export slave labor, basically. So, but our policy is dictated by member states who say, well, no, we really like that because, well, that's more profit. Now, the Citizens' Assembly, in my mind, should be a vehicle that takes issues like this, where, let's say, a vast majority of Europeans want something, but member states, governments do something else. And it should take those issues and it should discuss them with based on some type of shared reality and, let's say, scientific approach. I mean, these are all very objective terms, but you know what I mean. And this discussion needs to then be a mandate for, I don't know, let's say the European Parliament or some other institution to change policy, to overcome what member states want and to change policy. Yeah. This is ultimately the goal. I mean, we're working on it through our internal channels, but you have to keep in mind the political group that the pirates are in, the Greens IFA, they hold 8% of the European Parliament. We consistently, 8%. Yes, we consistently are louder than these 8% and do more and have more impact, but we are never majority. And so politically speaking, there is no way that what pirates want will be 100% the outcome of what's going to happen simply because we don't have the majority. But it doesn't mean that we shouldn't work on it. I mean, we are working on it. I'm just saying this, that you should not be too optimistic of how much of the exact pirate proposals will be in there 100%. And the second question, I think it's important to have input from industry, generally speaking. Yeah, yeah. You want, they have the data. They have the, like for the law that I'm working on, for example, if I didn't know what certain things would do, I would not be comfortable in proposing changes to any law. So I need their knowledge. But what you're saying, and I think what you mean, is that the disproportionate amount of power that these lobbyists have over other actors. I think the pirates already, Julia already started with the right campaign here. You need a binding set of rules that are enforceable and that nobody can get around, where if you want to meet a decision maker as an industry, it will become clear that you did that, what you discussed. So what was the topic of your meeting?
And what you do with this is that, let's say, it looks very bad if the commissioner for the disinformation law is constantly meeting Facebook. It just looks very bad. So what these people will do is they will have to explain why, and there will be some kind of scrutiny from the public and maybe some interest from the public. So I think you need transparency because you cannot regulate lobbying like that in general. That's the big problem. Yeah, I understand that we need the industry, but for its question, but not for its want to do and what we need to do for it. You understand that? Yeah, I agree with you. Yeah, because industry I work for an industry, or you work, or some people work for industry. Yes, this is good, but the political of the people of the world is not the decision of an industry. It's the people that decide what is our life. You understand? Because we have only, especially with digital companies. But we have only one Earth, only one Sun. We can go to Mars, and we are an orbit in this Earth, because Niccolo, if you don't mind, sorry. I would give to Daniel. I think this was supposed okay, to okay, sorry. For an hour, no, Daniel? Yes, that was just finished. Okay. But thank you for your questions. So, jetzt bin ich auch in Englisch. Machen wir aber auf Deutsch die Abmoderation. Also vielen Dank an alle, die hier waren. Vielen lieben Dank an Paul, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen mit den Piraten zu reden. Auch wenn jetzt nicht so viele sich getraut haben, Fragen zu stellen, haben sicher viele gerne zugehört und vielleicht auch das eine oder andere mitgenommen. Ich mache dann jetzt die Aufnahme aus. Hast du noch sehr gerne. Und wie gesagt, nochmal, falls es im Nachhinein irgendwelche Fragen gibt oder falls ihr Interesse habt am Parlament, dann schreibt entweder, ja, wen soll man da schreiben? Am besten mir wahrscheinlich. pauldiegel@protonmail.com. Auch für die Aufnahme. So, und jetzt ist die Aufnahme aus.